Und da bin ich wieder, blinkend vor Glück auf dem Weg nach unten. Gehen hier rein, machen kaputt und bekommen die Tabufrucht. Nicht, dass ich sie brauche, aber wir haben sie. Das ist halt, naja, irgendwie mein Leben, ne? In diesem Spiel hier zumindest. Habe ich... Okay, cool. Habe ich per Zufall jetzt eine kaputt? Nein. Na gut. Dann. Ganz ehrlich, ich weiß nicht. Ich bin ehrlich, ich bin kein Fan davon. Ich weiß nicht, was ich damit soll, aber. Naja. Na, mir wäre die Frucht wichtiger für Lachen und Weinen und sowas, aber das, naja. So. Einmal kurz hier wieder reingestürmt, um das Zahnrad zu holen. Ich bin schon wieder zu weit gelaufen. Ja. Blumensamen haben wir auch noch nicht. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Irgendwie, irgendwo fehlt ja immer irgendwas. Schwein einfach weiterhin ignorieren. Ich liebe es. Wir nehmen uns unser dein Zahnrad mit, ne? Ich hoffe, das stört dich nicht bei. Okay, tschüss. So, ja, also, wenn irgendein Dorftrottel... Ich meine, gut, der Mechanismus funktioniert nicht mehr. Wenn also, ich sag mal, der Mechanismus kaputt geht und die Brücke auf einmal wieder einfährt, kriegen sie die zumindest so nicht mehr reingefahren. Aber dann wiederum wäre es wahrscheinlich egal, wenn der Mechanismus... Na, ist auch egal. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, aber grundsätzlich mache ich mir wahrscheinlich zu viele unnötige, blöde Gedanken gerade darüber. Insofern, ey. Was soll's. Ich hätte jetzt allerdings gerade... Na, ist auch egal. Ich hätte nachfragen können, wie viele von den Magic Candies wir brauchen, aber im Grunde genommen ist das egal. Weil es auf jeden Fall nicht 7 war. Ich habe nur 7. Ne? Also, das wird es nicht gewesen sein. Dann gib sie mir. Ich skippe das mal so ein bisschen, weil am Ende sagt er mir das jetzt 3-mal so. Ja. Hey, voll cool. Lined up. Watch this. Ich watche. Go get him, Gramps. Warum haben wir ihn Gramps genannt? So alt. Naja. So alt erscheint er mir gar nicht zu sein. You can see why 4 cogs are needed for such a big mechanism. Wow, and this is the Manita Tunnel. Now, go on and enter the tunnel. Okay. Du wurdest Mini. Also entweder konnten die sich auf keinen Namen einigen mit dem Event da, oder... Die meinten tatsächlich, dass ich vorher Tiny wäre. Never knew anybody could be as small as us. Never talked to anyone but other mice before. Being small is no big deal for us, but it must be terrible for you. Here, take this bell. With this, you can fly back here to this point anytime you like. Fly back whenever you've got free time. Was? Warum sollte ich zurückfliegen, nur weil ich freie Zeit habe? Tatsächlich ist es aber so, dass... Wow, hab's gleich. Das... Upsa. Nein. Dass das ganz nützlich ist zu haben. Weil zum Beispiel, ich kann Baron nicht mehr benutzen. Damit es halt irgendwie nervig ist, ne?
Kann man ja auch nicht anders sagen. Das ist nur, damit es irgendwie nervig ist. Und natürlich, dass es sich lohnt, das Ding zu besitzen. Die Glocke als solche. Sonst wäre die Glocke wieder komplett nutzlos. Aber man auch argumentieren könnte, gut, zu dem Zeitpunkt muss ich nicht unbedingt Baron haben, wenn ich das Event nicht verstehe. Kann ich dich töten oder geht das nicht? Doch, kann ich. Sehr schön. Ich frage so unschuldig, weil ich ja Magie wieder sammeln muss. Und das ist ganz praktisch, wenn ich zumindest auf sie draufspringen darf. Das kleine Mäusehaus. Lass mich rein! Na, 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 kleine Mäuse. Erstmal ausräumen. 2 Millionen. 2 Millionen? Ah, ich bin mal 1,5. Ist ja fast nah dran. Beerennüsse. Beerennüsse? Echt jetzt? Would you like to know what we're doing? We're gathering tasty berry nuts here. Berry cool. Nuts pop out of the ground whenever a quake hits. It's tough gathering them because the earth closes up quickly. We sent some to friends far away, so we've got to gather at least 100 at a time or we won't make it. We love berry nuts. We won't make it. We eat them 8 times a day. Ach, hey, mal. Got an idea? If you have some time on your hands, would you like to gather some berry nuts for us? Ich meine, ja, aber achtmal. Well, when you have some time, give us a call. Achtmal. Entschuldigung, aber wow. So, you'll go gather some for us? Hey! Hey, du! Well then, climb on his back. Before the berry nuts disappear, I want you to get 100 of them. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, wie die das sich hier denken, weil wir setzen uns auf diese arme... Oh mein Gott, das ist super furchtbar zu kontrollieren. Oh mein Gott. Ja. Sehr geschickt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich meine, 100 sammeln, augenscheinlich kein Thema, vor allem wenn ich bedenke, wie schlimm noch das Trolley-Ding sein wird, ne, aber die Kontrolle ist furchtbar. Pretty good. You brought back 100 of them. Yay. Das Spiel auch so. Erstmal rausschieben. With this you can get smaller and back to normal. And when you get smaller, you can come back anytime for more fun. Well now, are you ready to gather some more? Also mit anderen Worten, der Tunnel wurde innerhalb dieses Parts gefunden und die Glocke auch und beides wurde innerhalb von, sagen wir mal, 5 Minuten nutzlos gemacht. Das ist okay. Ah, cool, das fällt da. Pilz. Auch mal wieder Mehrzahl. The only thing we can do is dig down to move the mushroom. Dig down. Got a shovel or something? Na klar, habe ich eine Schaufel dabei. Sehe ich so aus, als käme ich hier unvorbereitet hin? Wie ein Noob? Hier ist der Löffel. This is perfect for digging. Hast du gerade meinen Löffel kaputt gemacht? Ernsthaft? Meinen Löffel? This is just right. Mein Löffel kaputt gemacht. Well, ich mochte meinen Löffel. We're done gathering in this field too. There are others here, so you've got to gather quite a lot of stuff. It's tough, I know, but hang in there. When you're ready, give us a call. Erstmal anrufen. Ich bin bereit zum Beeren sammeln. Die Musik, ey. Ready to go gathering? Yeah. Hey!
Hör auf zu fressen und komm her. Well then, climb on his back and gather as many berry nuts as you can. He's quick on his feet. So viele wie ich kann? Ohne Vorgabe? Hm. Weiß nicht, wie ich das finde, aber okay, gucken wir mal, was hier so kommt. Nein, nein, ich wollte nicht nochmal schnell laufen, nein! Ich meine, 150 ist ja schon mal gar nicht mal schlecht. Auf jeden Fall habe ich doppelt so viele wie in dem anderen Ding gesammelt. Das sollte ja für irgendwas gut sein. Das ist die Frage, was er mir sagt, wie viel ich tatsächlich brauche, damit ich noch irgendwas hier raus bekomme. You got that many? Impressive. That's quite a haul. Scheinbar passt das. 100.000 Punkte, you're allein dafür mal wieder. Also. Here's something for you in return. Was ist das? If you have time, we hope you'll help and gather. Hohe Wahrscheinlichkeit, dass das nicht passieren wird, aber danke dafür. Nicht schlecht. Na, ich dachte mir schon, dass die nichts Sinnvolles mehr zu sagen haben. Na, damit war's. Das. Gut, jetzt muss ich mir natürlich merken, dass da noch so eine AP-Box drin ist. Weil wir sonst am Ende dumm dastehen. Kann ich eigentlich... Gibt es da keinen Knopf für? Irgendwie sortieren? Sort? Menu? Nein? Naja, egal. Aber ja. Es ist halt irgendwie... ein bisschen komisch, finde ich, dass du einfach im Endeffekt... das komplett, ja, was heißt ignorieren, aber so komisch kaputt machen, so, ja, du hast halt jetzt das Ding da, den Tunnel, dafür musstest du extra 4 von den Dingern da holen, aber das ist uns jetzt eigentlich auch egal, also machen wir es wieder unsinnig, fragwürdige Entscheidung mal wieder, was soll's, ich glaube, hier, hätte ich eigentlich gar nicht mein Schweinekostüm anziehen müssen, aber ist egal. Was nämlich auch extra mal ausgezogen wird, dann wird die Frucht benutzt und dann können wir weitermachen. Einfach ausrauben. Einfach hey, mitnehmen und ausrauben. You did great find in this place. Impressive. Very impressive. I've got something to tell you. We have houses all over the place. Have you ever seen any of us running around with colored tails? There are rumors that those mice have an important role. Okay. Was mich so ein bisschen stört gerade, ist die Tatsache, ich weiß, dass hier eigentlich in dem Raum hier ein Schwein sein müsste, aber bisher habe ich besagtes Schwein noch, beziehungsweise die Tür noch nicht gesehen. Die hat so ein komisches Versteck eigentlich mitten unter so einem Rohr, aber... Ich bin der Meinung, ich bin jetzt quasi durch jedes Rohr geflogen und ne, bisher sehe ich da nichts. Kann aber auch sein, dass das erst auftaucht, wenn man mit allem hier fertig ist. Aber daran kann ich mich halt tatsächlich grundsätzlich einfach nicht erinnern, deswegen irritiert mich das nur noch umso mehr. Naja. Einfach mal töten. Könnte aber auch hier gewesen sein. Ah, das Gemeine ist halt, wie man sieht, die Türen sieht man tatsächlich
absolut gar nicht, bis man denen sogar zu nahe kommt. Ein weiteres sehr gutes Schwein. Habe ich eine gute Wahl getroffen, was soll ich sagen? Okay. Ja. Sehr gruselig. Who's there? Who dares interrupt my sleep? Hi. You? You don't cower in my presence. Now I see. What a joke. Did you know that I eat people with hope for breakfast? A curse on all who oppose the evil pig. Alles klar. Zieh ich mich einfach mal kurz um. Ziemlich egal, was ich anziehe. Sache ist halt nur, in dem Eichhörnchen-Outfit werde ich wahrscheinlich zu lange brauchen, um auf so ein Schwein zu springen. Ich halte übrigens nach links gedrückt, nur um nicht in den Tod zu fallen, oder in der Hoffnung, nicht in den Tod zu fallen. ernsthaft? Ziemlich uncool. Komm schon. Okay. Ja, ich habe übrigens nie gesagt, dass die bösen Schweine in diesem Spiel irgendwie deutlich stärker wären oder so. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Ach, es verlangsamt mich. Das war äußerst knapp. Oh nein. Puh. Gut, dass hier ein Schwertgriff war. Okay. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ein weiteres Schwein im Sack. Zum einen massive Punkte allein dafür schon mal wieder sehr gut. Zum zweiten, diese Robe ist verdammt gut. Ja, das kennen wir. So. Tolle Info, ich weiß. So. Der könnte auch quasi sagen, ja, keine Ahnung, was das macht, aber... Aber du hast die Robe... Es ist ein bisschen weird. Netterweise wird man hier oben gespawnt und nicht da drunter. Ich kann mir das direkt vorstellen, wie man da unten gespawnt wird und einfach in den Tod fällt. Einfach zack, bumm, zack, da ist er weg. So, jetzt können wir... ich glaube, jetzt können wir da drin schwimmen. Wenn nicht, dann weiß ich immer noch nicht, warum das hier nicht geht. Wüsste allerdings zeitgleich dann auch nicht, wie man jemals in diese Höhle da kommen soll. Insofern wird schon klappen. Yay. Aha. Ja, keine Ahnung, vielleicht war es tatsächlich vorher giftiger Sumpf oder so, wer weiß das schon so genau. Guter alter Giftsumpf. Na, und hier haben wir das nächste Schwein! Wenn schon, denn schon, ne? Die Flammenschweinetasche. Und alle, die Musik nicht leiden können... Sorry. Ah.
Ich glaube, also ab jetzt sind, glaube ich, die Ruhm allerdings wieder vollkommen egal. Soweit ich mich erinnern kann zumindest, was eigentlich traurig ist, aber ne. Vielleicht doch nicht so traurig. I'm evil Flame Bean. Come forward. You? You're the fool who's trying to resist us evil beings. Choose. Rare, medium, or well done. I'll roast you to whatever is to your taste. Dann nehmen wir mal roh. Get ready. Fire! Mein erster Gedanke war gerade Burn to the Ground. Dann wären wir wieder beim Mega Man gewesen. Oh Gott, ich muss definitiv den Anzug ausziehen. Oh Gott. Egal, was ich anziehe, aber nicht das, was ich gerade anhatte. Na, komm an. Tatsächlich ist das hier zumindest, was Wurftechnik angeht, glaube ich, mit das Schwierigere, weil wir tatsächlich den Effekt haben, dass die Tasche sich bewegt. Also nicht hoch und runter nur, sondern einmal schön im Kreis und dementsprechend auch hinter dem Vulkan landen kann. Und hinter dem Vulkan haben wir wieder den Effekt, dass ich nicht durch den Vulkan werfen darf. Sauerei, ich weiß. Haha, so sau, ne? Wieder ein Schweinewitz. Aber, ne? Ich finde es halt ein bisschen auch sehr schade, dass... Dass hier immer so eine ganze Arena aufgebaut wird und die ist grundsätzlich komplett irrelevant. Weil ich an Ort und Stelle stehen bleiben kann. Weil die Schweine nicht schlau sind oder sich in der Arena verstecken und sowas, ne? Sondern, ja... Die machen halt, was sie wollen, wo sie wollen. Oh yeah. You did it, Tomba! Put on this robe and... Ja. The evil flame pig robe. It lets you use flame magic and looks pretty warm, too. Also ich glaube, der Zusatzeffekt dieser Robe soll sein, dass man rein theoretisch mit ihr oben auf der Kujara Ranch rumlaufen könnte. Glaube ich. Ja, da unten wäre auch ein Eingang gewesen, deswegen bin ich jetzt gerade ertrunken, falls sich jemand wundert, was das bitteschön war. Da haben wir halt nur wieder das Problem, in Anführungszeichen, das Problem, dass... gehen wir erst ins... Ich will einmal kurz demonstrieren, was wir damit können, weil mir gerade nur der Sticker einfällt. Das Problem ist, wir kriegen erst Zugriff auf das Schwein, wenn wir das Geisterschwein geholt haben. Das Geisterschwein wiederum erfordert die Eichhörnchenklamotten. Plus wir müssen im Donglin-Wald gewesen sein, weil wir sonst die Tasche nicht haben. Also habe ich bis dahin höchstwahrscheinlich das Ding eh. Aber das ist doch nicht diesen Zusatzeffekt. Dann habe ich nichts gesagt. Doofe Robe. Völlig uninteressant. Ich war echt der Meinung, man könnte mit der Geisterrobe durch diese Dinger durch. Naja, dann halt nicht. Mir doch egal. Sind jetzt zwei Sachen, die wir machen können. Ein paar. Also zum einen haben wir natürlich jetzt hier das Feuer beseitigt, was überall brannte, wenn man so will. Wovon man hier in der Stadt selber vielleicht so gar nicht bis wenig mitgekriegt hat, aber... Es ging immer darum, dass da halt, ne, das Feuer zu stark war. Meine Leidenschaft für Tommy ist auch zu stark, aber davon reden wir ja nicht.
Ah, zum Beispiel können wir jetzt diese Schatztruhe öffnen, die völlig uninteressante Sachen beinhaltet, aber hey, wir können's. Mehr Truhen fallen mir hier gerade gar nicht ein, aber ich wollte es mal gezeigt haben, dass das hier geht. Kann ich eigentlich schon wieder gehen. Das hat sich ja gelohnt. Was wir jetzt allerdings halt auch machen können, was viel interessanter ist, weswegen ich eigentlich hierhin jetzt gekommen bin. Ist Musik genießen zum einen, aber zum anderen. Wir haben ja gesehen, das Feuer ist gelöscht worden. Wir können jetzt tatsächlich hier runter, weil hier ein Areal ist. Na, hier ist eine Tür zur Kujara Ranch. Wenn wir da durchgehen. Wobei ich auch nicht weiß, was das bringen soll, dass man so ein Untergrundnetzwerk hat. Na, das sind diese blauen Türen, die wir überall gesehen haben. Durch die können wir jetzt gehen und rein theoretisch halt so abkürzen. Auch wieder komplett irrelevant, wenn man Baron hat. Also, ich will das Spiel ja gar nicht schlecht reden, ne? Darf man auch nicht denken. Es ist halt eher dieses... Ich versuche da immer so einen Sinn dahinter zu finden. Na, hier wird es dann wieder hochgehen. Also einen Sinn zu finden ist halt irgendwie schwierig, wenn das Spiel sich selbst ständig, ich sag mal, auf die Füße selber tritt, indem es mir halt Möglichkeiten gibt, die grundsätzlich komplett irrelevant sind. Anderes Problem hierbei ist natürlich, ich muss, es gibt mehr Areale als das da unten. Als das eine. Oh mein Gott, ernsthaft. Ich will da nur auf dich draufspringen, um deine Magie zu haben. Danke sehr. Quasi ein Magiefresser. So. Ja, man muss halt hier immer mal gucken. Ist da irgendetwas, was mich irgendwo hinbringt? Oder ist das eine andere Tür? Etc. pp. Ne? Hier haben wir Wassertempel. Und das hier. Glaube ich. Oder? Mann. Zirkusstadt. Random zwei magische Flügel, die man ja haben kann. Nicht brauchen, aber haben. Na, auf jeden Fall ist hier irgendwo im Dreck. Ich greife mal so minimal vor. Wäre, oder ist auch der geheime Raum für das Finale tatsächlich. Das letzte böse Schwein ist irgendwo in dem ganzen Teil hier versteckt. Weil, warum auch nicht, ne? Minimal vorgegriffen, aber, ne. Ist ja quasi, witzigerweise, wie beim letzten Mal, ne? Ist ja nicht so, als steckten die nicht beim letzten Mal auch im Untergrund fest. Was heißt fest? Die waren im Untergrund. Oder S war im Untergrund. Wie auch immer. So. Nein, ich wollte eigentlich... Danke. So, und dann hier rüber. Und dann... Können wir den einsetzen. Jetzt haben wir... Also ich habe jetzt sehr, sehr viel gemacht, um nicht weiterzuspielen quasi. So, zumindest von der Hauptstory her. Und hier haben wir den Minitempel. This is our mouse temple. Cool. Actually, our protector gods, Tunashiki birds and their servant mice, are supposed to live here. But the Mashiki birds went away and servants were no longer needed. I myself was a temple protector. If you find the Mashiki... Okay, here we go, there we go, at it. If you find the Mashiki birds, please use these wings. The wind that strikes these wings... should carry you back to the temple along with the Nishiki birds. Okay. Nishiki Flügel erhalten. But it's all to no avail if two grown Nishiki birds do not exist. Hold them with care until that time. Okay, langsam wieder raus.
ganz, ganz langsam. Ich weiß gar nicht, ich glaube, mir fehlt immer noch ein Hafenstück, ne? Na egal. Dann machen wir zumindest einmal noch das hier. Und mal gucken. Ja, rechtes Stück. Und die, mir fehlt tatsächlich noch ein Hafenstück. Und ich bin mir gerade gar nicht sicher, wo das ist. Aber egal, hinfort. Mal wieder. Mit dem guten Baron einfach durch die Zeit reisen. Naja, nicht Zeit, aber... durch die Ortschaften reisen. Die Nishiki-Vögel sind die Vögel, die wir ganz am Anfang des Spiels hier aufgesammelt haben. Und dann haben wir den Vogelfutter gegeben. Das sind Nishiki-Vögel. Eigentlich. Dachte ich, aber entweder sind sie noch nicht erwachsen oder ich... Okay, dann nicht. Ich hab nichts gesagt. Ich lag falsch. Naja, nein, eigentlich liege ich richtig. Das sind die Nishiki-Vögel. Ich weiß trotzdem nicht, warum es jetzt nicht reagiert, aber... Meh. Wie sieht's hier aus? Aha. Das ist schon mal gut. Haben wir getrockneten Fisch. Ich muss mal kurz was gucken. Obwohl, wir haben jetzt drei Schweine. Es fehlt noch... Es fehlt ja auch noch eine Tasche, ne? Ich glaube nämlich, hier müsste eigentlich auch so ein Schwein sein, da hinten oder so, aber... Wir waren... vor zwei Tagen erst da, doch, ne? Ja, dann... Was das für heute? Gut, ich könnte noch eben das... Das war ja aber offscreen, das, getrocknete Fischding herstellen und dann beim nächsten Mal suchen wir das letzte Hafenstück und spielen das Spiel endlich mal weiter. Also zumindest um die Tasche zu finden, um dann weiterzumachen. Und auch beim nächsten Mal schwingt sich Tombi wieder in die Action. Und wenn euch das hier gefallen hat, dann vergesst nicht ein Like zu hinterlassen, kommentiert das Ganze, preiset mich, mir egal. Und vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr die ganzen anderen neuen Videos nicht verpasst. Bis zum nächsten Mal.